Und? Warum hast du mich nicht geweckt, Bescheid gegeben, Mama? Nein, wie du das vorhin auf dem Balkon gesehen hast, als erstes gesehen hast. Wieso hast du mir sofort keinen Bescheid gegeben und mich geweckt gewahrt? Was? Wie du vorhin gerade aus dem Balkon rausgeguckt hattest, wo ich doch in meinem Bett lag, mein Zimmer beim Bett lag gelegen hatte, bevor ich zur Toilette ging. Da hast du die Sonnenhalle schon als erstes gesehen gehabt. Wieso hast du mir da sofort keinen Bescheid gegeben gehabt? Wieso hast du mich sofort nicht geweckt gehabt? Wieso hast du mich sofort nicht geweckt gehabt? Wieso hast du mir sofort keinen Bescheid gegeben gehabt, Mama? Ich war noch nicht da, bis dahin. Und jetzt erst gekommen, jetzt haben wir mich jetzt Ist gefunden. das ein Mildhimmel, was ich da sehe? Hier sind aber noch andere Wolkenformationen, sehe ich gerade. Da doch mit auf den Balkon rausgucken. Hättest du rechtzeitig wecken müssen, Bescheid geben müssen, Mama? Ja, das war vorher nicht. Wir holen ihn jetzt. Wann war die jetzt gekommen? Ja. Wann war die gekommen? Jetzt erst. Wir holen ihn jetzt. Wieso hast du vorhin die ganze Zeit gesagt, behauptet und gesagt gehabt, draußen wäre nichts los, draußen ist nichts, obwohl draußen Schleierwolken im Himmel zu sehen sind? Und draußen wohl was zu sehen sind, Mama. Und draußen wohl was zu sehen ist. Ja, aber obwohl draußen wohl was zu sehen ist. Wieso hast du mir keinen Bescheid gegeben gehabt, dass die Schleierwolken den ganzen Himmel zugedeckt haben? Jetzt wir rechtzeitig Bescheid geben, jetzt wir rechtzeitig wecken Was hab ich müssen. gesagt? Geärgert. Wann kamen die Schleierwolken erst? Um Viertel vor 12 bin ich ins Bett gegangen, habe ich mich hingelegt. Um Viertel vor 1 bin ich wieder aufgestanden. Da war ich zur Toilette gewesen. Viertel vor 1, 12:45 Uhr, 12:45 Uhr, Viertel vor 1 war ich aufgestanden, wach geworden. Dann muss ich auf Toilette, bin ich auf Toilette gegangen und ja. Waren die Wolken schon seit Viertel vor 12 da oder seit nach 12 Uhr da? Nein, die sind erst gekommen. Wohin erst gekommen? Ja. Wie viel Uhr? Viertel nach 12? Du guckst wohl immer auf die Uhr, so viel ich weiß. Doch. Ist das jetzt Ärger, was du jetzt machst? Du guckst wohl auf die Uhr. Ich bin nicht blöd, Mama. Du guckst wohl auf die Uhr. Ich bin nicht blöd, Mama. Was ist gerade wieder Ärger von dir? Also wie viel Uhr war das denn gewesen, wo die Wolken ankamen? 12, halb eins? Viertel vor eins? Oder 12 Uhr? Nicht Viertel vor eins, Viertel nach 12. Halb eins. Warum hast du dich rechtzeitig geweckt, Bescheid gegeben bei den Wolken? Du warst schon ein bisschen spät. Nicht spät. Mama, komm mal schnell her, bitte. Ja, die Wolkenformation. Ja, habe ich das schon gesehen? Aber wieso hast du mir seit 12 Uhr keinen Bescheid gegeben gehabt? Mich geweckt Was gehabt. habe ich gesagt? Mich geweckt gehabt, keinen Bescheid gegeben gehabt, Mama. Was habe ich gesagt, Melanie? Ist doch früh genug. Ja. Richtig.
Wusstest du, dass die Schleierwolke auch die überwiegende Bewölkung ist? Ja. Dass die Schleierwolke auch als überwiegende Bewölkung darstellen soll, dass die Schleierwolke oder Täuschungswolke, wie auch heißen, dass diese komischen Täuschungswolken, was das sind, die am Himmel jetzt zu sehen sind, die man jetzt am Himmel sehen tut, die jetzt am Himmel zu sehen sind, auch zu den überwiegenden Bewölkungen gehört, auch überwiegende Bewölkung ist, auch eine Art überwiegende Bewölkung ist, auch zu einer Art, auch zu einer überwiegenden Bewölkung ist. Wusstest du das? Und das ist die überwiegende Bewölkung, was es heute gibt? Schleierwolken? Oder kommen noch dicke Wolken? Hallo, hier oben. Warte mal, wer jetzt kommt. Herr Hartfuß. Ja, setz mal nach uns hin. Pass auf, was er schellt. Pass auf, wenn er klingelt. Geh mal an die Tür. Der kam gerade mit Rucksack. Ich kann auch nicht mehr lange stehen, ey, wegen der Scheiße da im Himmel, aber es nutzt sich halt, Zweck aufzunehmen. Hier sehen wir jetzt einen milchfarbenen Sahara-Himmel, ob es Sahara-Wetter angesagt worden ist im Februar, weiß ich jetzt nicht. Da könnte ich mir in die Kommentare schreiben, ob wir Sahara-Wetter haben oder nicht. Es könnte entweder Sahara-Sandstaub am Himmel sein, entweder ist das Sahara-Sandstaub am Himmel oder stinknormale Schleierwolken. Entweder ist das Sahara-Sandstaub, der jetzt im Himmel zu sehen ist, weiß das Sahara-Sandstaub, oder es sind... Oder es sind stinknormale Schleierwolken. Oder das sind halt nur stinknormale Schleierwolken, die jetzt am Himmel zu sehen sind. Die jetzt oben im Himmel zu sehen sind. Wie man jetzt im Himmel sehen tut. Das ist normale Schleierwolken sind. Mama, könnten das Sahara-Sandstaubwolken sein, haben die Sahara-Wetter gesagt? Nein. Kein Sahara-Wetter? Keine Sahara-Sandstaubwolken sind das? Nein. Was sind das dann für Wolken? Schleierwolken, stinknormale? Sind das stinknormale Schleierwolken? Sind das richtig stinknormale, die man jedes Mal sehen tut, Schleierwolken, so weiße, schneeweiße, richtige, polarweiß, schneeweiße, Schleierwolken, schleierartige Schleierwolken, richtige Schleierwolken. Ja. Und keine Sahara-Sandstaubwolken, keine Sandstaub-Sahara-Wolken, keine Sahara-Wolken. Keine Sandstaubwolken, keine Sahara-Wolken, sondern nur Schleierwolken. Ja. Okay. Mir tut wieder die rechte Hüfte weh, ich kann nicht mehr. Ja, ich muss das mal, warte kurz, ja?